dem, was im Internet ist, und da ist auch unsere Fresse drin, checken wir auch das, checkst du zum Beispiel jetzt durch diese Kommentare viel mehr dieses Gefühl oder diese Radikalität, die ich habe in manchen Aussagen, die ich tätige, weil das ist der Super-GAU, ist, dass du halt nicht deine Reputation fixst, sondern das wie mit einem Homie, du das Vertrauen zerstörst. So, und das ist halt so eine Sache, ist, das Vertrauen zerstören kannst du genau einmal und dann ist vorbei. Und dann kannst du auch nicht mehr herstellen. Ich meine, du siehst, was heutzutage, also was heutzutage, was im Internet gerade abgeht. Ja, nehmen wir diese Finn-Kliman-Sache als Beispiel. Zum Beispiel, so, darauf wollte ich auch anspielen. Also kurz, um das Phänomen zu erklären. Ja. Das ist kein Vorwurf an niemanden von euch, Jungs, aber nur, wo ich mich halt häufig allein gefühlt habe, ist, wenn ich dann da bin und emotional werde in Meetings und diese, genau diese Sache erklärst. Wir müssen das liefern, was Leute von uns erwarten, und es muss korrekt sein. Und wir dürfen nicht davon ausgehen, dass sie dumm sind oder irgendwas, weil sie werden es irgendwann später erfahren. Geht immer davon aus, dass in irgendeiner Art und Weise, egal wie klein der Beschiss oder Betrug ist, es immer auffliegen wird. Und nicht, dass irgendjemand das gedacht hat oder so, aber es gibt ja schon manchmal, sage ich mal, auch dadurch, dass Unternehmen jetzt halt über 40, 45 Leute hier sind, dass der ein oder andere vielleicht mal so erschöpft ist und dann sagt, dann kann ich das nicht alles überblicken, aber ich stehe mit meinem Namen dafür. Und dann ist das für mich halt, das ist halt auch so, sage ich mal, so der zweite, die zweite Dimension von diesem Burnout-Ding ist Angst vor Kontrollverlust. Ja. Weil ich kann unmöglich alles angucken, aber wenn sie sagt, sie macht das gescheit, dann muss ich ihr vertrauen. Aber was ist, wenn sie wie jeder andere Mensch prokrastiniert und dann am Ende irgendwie sagt, da mach ich's noch schnell so. Und dann bin ich glücklich, dass nicht ich der Einzige mit Nico bin. Nico hat das auch sehr krass in sich. Das kommt einfach dadurch, dass du in Anführungszeichen in der Öffentlichkeit bist, ist, dass du halt merkst, Lügen haben kurze Beine und du bist gefickt, wenn du irgendeine Art von Scheiße machst. Und genau das ist zum Beispiel für den Kliman um die Ohren gehauen. Also aber genau das. Wie löst du das mit diesem, dass du Sachen abgibst? Also wie löst du das, dass du dieses Vertrauen aufbaust, dass du Sachen abgibst? Weil bei mir ist es jetzt, ich habe schon Panik in meinem Urlaub jetzt. So, ihr nehmt ein Video auf, ich bin das erste Mal seit 2 Jahren nicht dabei. Ich drehe das Ding. Und ich denke mir so, ja, weiß ich nicht. Du hast mir Vloggen beigebracht. Du wirst erschreckt sein, wie gut es klappt. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube. Also no front. Jeder ist da ersetzbar. Ich glaube ja nicht, dass ich nicht ersetzbar bin. Also war jetzt nicht böse gemeint, ich meine nur... Dass auf so eine Kleinigkeit, auf die ich achte, die ich aber selber gar nicht mehr merke, dass ich darauf achte... Das könntest du jetzt auch nicht jemand weitergeben, was du achten musst. Das ist ja das Problem, wie Kontrollverlust entsteht. Weil das, also erstmal, wenn ich jetzt darüber rede extern, ich habe dasselbe Problem wie du, deswegen bitte nimm das nicht als Angriff auf. Ja. Aber das Problem ist ja folgendes. Du denkst, dass du etwas besser kannst als andere Leute. Dadurch hast du kognitiv eine Schiene gelegt, die immer folgende ist. Es geht nicht ohne mich, ich muss immer dabei sein. Arbeit wird mehr, deine Zeit, die du hast, bleibt gleich. Ja. Irgendwann bist du ausgebrannt und gefickt, weil du sagst, er kann es nicht so gut wie ich. Ich muss dabei sein, ich muss dabei sein, ich muss dabei sein, ich muss dabei sein, ich muss dabei sein. Bist du überall dabei und dann bist du gefickt. Dadurch entsteht ein Kontrollverlust, weil du irgendwann checkst, es geht nicht mehr. Aber du bist abgefuckt und das ist alles nur ein Ego-Problem am Ende des Tages. Also du hast, auch wenn du richtig riesengroße Fähigkeiten hast, ist der strategisch einfachste Weg für dich oder der sinnvollste, ist, anderen Menschen das beizubringen und Vertrauen zu lernen, positiver Natur, deswegen auch diese Zynismus-Sache, weil ich ja merke selber, dass wenn ich zynisch bin anderen Leuten gegenüber, dass dann halt eine negative selbsterfüllende Prophezeiung ist, weil die Leute in Angst agieren. Ja. Weil die Leute haben Angst, Fehler zu machen, dann sind die super restriktiv im Denken. Ja. Also die schließen sehr viel aus. Ja. Und auf der anderen Seite ist es halt ein Ego-Problem. Das heißt, man hat auch immer unbewusst die Angst, dass jemand das genauso gut macht wie du. Weil dann dieses Ja zum Beispiel, wo du unter Kontrolle gelebt hast, auf einmal alles, was du gedacht hast, über Bord geworfen werden kann, weil es funktioniert ja ohne dich. Und deswegen ist für mich das strebe ich auch jetzt halt immer an, ist, ich bin am allerglücklichsten, ich sehe mich selber wie so ein Pionier, nicht arrogant gemeint oder so, aber heißt, ein neues Projekt kommt, ich gucke das Phänomen an in Gänze, sage, okay, hier ist etwas, das sehe ich, hier ist etwas, hier ist etwas, hier ist etwas, da sage ich so, ich sehe das, was vielleicht andere nicht sehen oder viele andere nicht sehen, pack das zusammen, versuch das zu prozessieren, einen Vorgang festzulegen, mach den einmal mit und dann gebe ich den weiter. Und dann mich da raus. Und mein Ziel ist immer, mich selber aus der Gleichung rauszubekommen. Nur so kriegt man es hin. Ist meine, also jetzt für mich persönlich meine Philosophie. Ja, bei mir ist nicht unbedingt, dass ich denke, dass ich es besser kann, aber bei mir ist eher so, dass ich es sorgfältiger mache. Dass ich denke, gut, ist jetzt nicht ein Synonym dafür. Nein, besser ist ja, dass man bessere Skills hat. So, also so, war das,
So besser ist, dass man. Du meinst, dass du halt noch mehr drauf guckst? Nee, dass ich öfter drauf gucke. Ja. So, ja. Aber das gehört. Weil allein dieses Beispiel von eben, was ich. Oder dass du anders drauf guckst. Oder allein dieses Beispiel von eben, dass ich gesagt habe, eine halbe Stunde vorher war noch nicht ready. Bei mir war es immer, egal welchen Podcast, eine Stunde vorher stand alles. Du siehst ja den. Eine Stunde vorher sind die reingekommen. Und dann sehe ich das, eine halbe Stunde vorher nicht. Und dann bin ich schon gestresst, weil ich denke so, obwohl es ja keinen Sinn macht. So. Nee, aber du siehst es ja, ja. gerade, ich habe ja denselben Denkfehler in Anführungszeichen. Ich sage ja, ich sehe Sachen, die andere nicht sehen. Das ist ja, ja genau schon, also das ist ja so. Das ist ja schon wieder zirkulär, weißt du, was ich meine? Also ich rede ja selber denselben Schwachsinn. Also ich bin genau in derselben Falle gewesen. Du hast ja auch erzählt, was ich... Und es ist ja auch halb wahr und halb falsch. Dass du eine kleine Fehde mit anderen Kameramännern auch hast. Was? Thomas legt mich hier auf. Nein, wir waren bei jemandem, der andere Kameramänner hatte. Ja. Und manchmal stehe ich da und ich denke mal so, was machen die so? Ich habe so richtig dieses, wie du sagst, Ego-Problem, arrogante Verhalten, dass ich denke so, das ist wie unnötig einfach. Wie unnötig ist es jetzt hier eine Red aufzubauen? So, oder warum filmen die das jetzt so? Und am Ende ist es eh, weißt du? Am Ende fällt es nur dir auf. Ja, okay. Nein, aber das Witzige ist, an dem besagten Tag habe ich wirklich den Gedankengang gehabt. Hatte ich den Gedankengang gehabt so, boah, was denkt sich eigentlich Mav? Irgendwie hält der Typ die Kamera ein bisschen wackelig mir, der wirklich keine Ahnung davon hat, außer als er mal Mav vertreten hat, 2 Tage, wo ich sehr, sehr stolz bin. Und ich so, ja, was wird Mav da wohl dazu denken? Dann hast du mich ungefragt, kamst du dann so, du Thomas, ich habe das Gefühl, ich werde arrogant. Was kommt jetzt? Perfekt. Nee, es war wirklich, mir fallen dann so Fehler auf und ich denke dann so, warum, wie lost bist du? Lass mich das machen, so, denke ich so. Ja, aber so ging es mit dem Fitness auch, ich fühle das komplett. Aber es ist voll, aber wie du sagst, voll das schlechte Fitness, das also was? Ausführung und so? Ja, also mit was Leute sagen, was sie reden, was sie halt erzählen. Ach so, mit anderen Fitness-Influencern. Ja, genau, ja. Wenn die halt irgendwo da waren oder andere Leute machen. Tipps geben oder so. Und dann halt, ja, du geilst dich dann halt auf. Das ist halt so, 50% willst du den Fakt, es dich ab, die Information, oder du siehst es anders, du würdest gerne diskutieren. Die anderen 50% sind irgendwie, willst du dich auch selber legitimieren. So. Ja, du musst doch immer denken, ein paar Minuten später kommt der Nächste rein, der über dich lacht. Ja. Wie schlecht du es machst und der ist noch 10-mal krasser. Deswegen, so, das ich denk, ist halt sobald, das Ding, es ist halt also, Infinite Loop ich denk mal, jeder kennt die Gedanken so, ist völlig klar, aber ich glaube immer, sobald man den halt zulässt, macht man sich auch selber angreifbar. Weil wenn du jetzt ihn dafür judgst, dann gehst du ja davon aus, dass andere dich dafür judgen, wie du es machst. Und egal, was sie tun, es gibt immer einen, der krasser ist. Ja, bei mir, deswegen habe ich auch gesagt, ja. Ich glaube, ich werde arrogant. Also weil ich ja selber gemerkt, dass es komplett behindert ist. So, lass ihn doch seine Arbeit machen. Ja, aber das ist doch gut, das zu sehen, weil nur dann kannst du es ja akzeptieren und auflösen. So. Wenn du es gar nicht bemerkt hättest, dann wäre scheiße, aber so ist ja gut. Ich bin voll bei dir, aber das Problem, also ich bin jetzt nicht dafür, dass man Leute belächelt, der macht das kacke. Vielleicht hat er das zum ersten Mal gemacht, vielleicht war das sein erster Dreh. Das soll ja gar nicht drauf abzielen. Aber ich finde, man kann ja auch sagen, zum Beispiel, wenn jemand, kommt aus dem Handball oder aus dem Basketball, wenn jemand halt einfach zum Beispiel Kacke wirft oder so, dann es gibt ja sozusagen so ein paar objektive Kriterien, die man bewerten kann, ob etwas gut oder schlecht ist. Bist du danach besser oder nicht und gibt es jemanden krasseren? Immer. Ja. Aber irgendwie so, was ich cool finde dabei ist, dass du, was man daraus merkt, was ich mitgenommen habe, ist, dass du dieses Handwerk liebst. Dass du das beobachtest, analysierst und guckst, wie machen das andere. Aber? Ohne dich natürlich drüber zu stellen. Das ist natürlich dann aber auch der falsche Ansatz. Aber bei mir ist dieser Stand, wenn du jetzt beim Basketball bist, ich sehe diese Person, wie die diese Fehler macht, wie die schlecht wirft, aber sie hat Nikes mit ID drauf. Also ja, ich weiß, was du meinst, Nikes, diese, weißt du? Diese Leute, die sich... So, du bist jetzt kein besserer Kameramann, weil du die Red hast. Ja, ich verstehe. So, ja, klar. Ich verstehe dich, du fragst dich darüber, aber ich glaube, der nächste Fehler ist halt dann, also um bei der Handball-Analogie zu bleiben, ist zu sagen, ich werfe jetzt diesen Wurf anstatt dir. Ich glaube, man muss mich ja nicht abdrücken, weil ich denke mir so, ja. Also man muss nicht, aber ich habe das selber gemerkt. Ich komme aus demselben Ding, also ich bin selber abgefahren. Aber dann bin ich halt... Ich kann es ja auch nicht verstehen, wieso jemand seinen Job halbherzig macht. Dann habe ich halt dieses soziale Problem, dass ich ihn nicht darauf aufmerksam machen will, dass er... Also ich will ihn nicht bloßstellen. Nein, das ist ja auch demütigend, Bro. Ja, ich will ihn nicht so, ich will nicht sagen vor seinem Auftraggeber, Bruder, du machst deinen Job übel scheiße, by the way. Ja, genau, davor bin ich dann so, nee. Ja, das ist too much. Wobei schon mein Vibe feier sowas. Ich finde, man sollte halt auch Dinge wack finden können. Das ist das Einzige, was ich sage. Ja, safe. Also diese Attitude jetzt, ja, jedem das Seine und so, das funktioniert. Ja, genau, das funktioniert auch. Da kommen wir auch nirgendwo hin. Ja, genau, aber so ein Mittelmaß ist halt...